Okay, dann machen wir doch einmal weiter und also das war schon Frigidia gewesen, wo wir im Süden waren. Die Sache ist nur, da war ich vorhin so verwirrt, weil der auf einmal von New Mota gesprochen hat. Die Stadt, in der wir waren, auf dieser Insel in der Mitte von Frigidia, also ich denke, hier müssen wir einfach hinlaufen. Diese Stadt ist New Mota. Was natürlich heißt, dass wir nicht in Skyhaven waren. Und die eine, wo das große Schloss war, die hieß Mystog, das wusste ich auch noch. Skyhaven ist eine Sache, die hatten wir da in der vorhergehenden Generation, wenn man so will, auch schon mal gesehen. Allerdings war das dieses fliegende Schloss, also wo ich vorher mal gedacht habe, das soll ein Schiff sein, was jetzt quasi oben mitten auf dem Wasser war. Und bevor man fliegen konnte, kam man da ja nicht hin. Und wo wir jetzt sozusagen schon in der anderen östlichen Abschnitt da waren und dort ja an diesem fliegenden Schloss waren, wo dieser hasserfüllte Typ war, da gibt es halt analog auch ein Schloss da. Und ja, das ist dann sozusagen Skyhaven. Das heißt, wir waren einfach in dem Sinne noch gar nicht dort gewesen. Nichtsdestotrotz, die Insel, auf der wir waren, natürlich trotzdem sicherlich hilfreich. Wo genau ist jetzt dieser Flughafen hier hin? War doch gleich einer in der Nähe, oder? Da war er doch im Westen. Na, mal schauen. Ah, da ist er doch. Sehr schön. Dann können wir natürlich hier noch mal kurz uns aufheilen und zwischensaven. Und dann geht's mal auf nach Skyhaven. Also ich weiß jetzt nicht, ob uns da jetzt irgendwas Schlimmes erwartet oder so. Wenn ja, war er vergiftet. Du. Und daher machen wir hier nochmal einen kleinen Save. Und dann fliegen wir halt mal rüber. Das war direkt nördlich davon. Ah, hier, ja, genau. Wir kommen nur so in unserem Schloss Skyhaven. Ja. Meine Meister haben seit Jahrhunderten auf dich gewartet. Ja. Doch mal schön. Okay, wir müssen wieder durch den Garten hier.
Vielleicht hätte der Entwickler mal jemand sagen sollen, dass die Stadt nicht das gleiche wie ein Dungeon ist. Es wird deshalb wahrscheinlich auch keinen Sinn macht, den Spieler so rumzuschicken hier. Ah, nun gut. Okay, da geht's auf jeden Fall schon mal Treppen rein. Vielleicht von daher schon gut, dass wir nochmal gespeichert haben. Das scheint aber vielleicht nicht ganz so riesig zu sein wie das andere hier. Geht's hier zurück zu diesen Treppen? Das ist nur wieder so ein Ausblick. Nee, okay. Ah, da unten stehen aber auch nochmal. Das sind dann wahrscheinlich die Weisen. Das andere waren halt die Geschichtenerzähler und hier sind halt die echten Weisen. Hat auch jemand da ein eigenes Ding? Das ultimative Böse lauert in einer fliegenden Stadt. In den Dom Terminus. Das könnte der östlich von uns sein, weiß ich jetzt nicht. Ein Wort der ultimativen Macht ist seit Jahrhunderten oder seit Ewigkeiten verloren. Dieser Name kann die Waffen der Legenden aufladen. Die uralten Helden benutzten diese legendären Waffen. Diese sind Orakios Schwert, Nions Klaue, Sirens Schuss, Laias Bogen haben wir sogar schon, und Nions Leiser. Okay, da müssen wir diesen Laias Bogen wahrscheinlich noch haben. Okay, um den Namen zu entschlüsseln, musst du erst alle 5 Waffen finden. Der Name der Kraft kann auf der Sage-Insel gelernt werden. Intraconia. Die Welt von Alt, Chile und Shusoran. Also da waren wir ja auch schon mal gewesen. Draconia. Unser Dungeon hat die Aqua-Teile für Ren. Ah. Diese werden dir erlauben, Orakios Schwert aus dem Wassergrab in Sage Island zu finden. Okay. Und da hätte ich einfach mit dem U-Boot drüber schwimmen können. Na gut. Okay, geht's aber auf jeden Fall schon mal weiter. Und gibt auch weiterhin Geld hier. Ja, werden wir uns hier halt erstmal durchfinden müssen. Auf jeden Fall auch jede Menge Erfahrung und Geld. Okay, da hinten ist kaputt. Können wir hier schon mal nicht lang. Ja, hallo. Grüße. So.
Ja, verdammt viel Schaden. Gleich mal 50 mit Feu. Guck mal, vielleicht einfach mal ein einzelnes starkes Rest. Ja, macht vielleicht mal mehr Sinn hier, das mal so zu machen. Und kennst du das Spiel hier, Phantasy Star 3 oder generell die Serie? Okay. Ja, das ist jetzt halt der dritte Teil hier von diesen, ich sag mal, klassischen Sega-RPG-Reihe. Also ich hatte auch tatsächlich mit dem ersten angefangen, den zweiten jetzt durch und jetzt hier beim dritten. Also früher hatte ich die zwar alle mal angefangen, aber so weit wie ich jetzt bin, war ich da noch nie. Also das ist jetzt sicherlich das Ziel, die auch alle hier mal durchzuspielen. Landen wir wieder da unten. Na, mal schauen, wo es hier wieder hingeht. Ja, klar, ist natürlich ein bekannter, sag ich mal, Titel. Also selbst gezockt habe ich zwar, denke ich, nie, aber also bekannt ist er auf jeden Fall. Ja, wir könnten zumindest hier rüber gehen. Nein, doch auch nicht. Alles kaputt. Okay. Das ist hoffentlich der einzige Gegenstand hier. Offensichtlich nicht. Wer von euch trägt denn eine Krone? Du. Okay. Royal Crown ist wahrscheinlich die beste. Oh, ein bisschen mehr Abwehr. Also hier drüben geht's noch lang. Nein, auch nicht. Ah, aber hier. Okay, sind noch mehr Kisten. Das wollten wir doch. Hunting Bow. Jetzt nicht so besonders. Das ist wahrscheinlich bloß ein ja, fast ein Witz.
Ja. Also, kommt halt drauf an. Ich bin da halt so ein bisschen einer, der da meistens chronologisch vorgeht. Und momentan würde ich da theoretisch bei Final Fantasy V dann stecken. Wäre vielleicht auch mal eine Frage, was man sich da nochmal anschauen könnte. Das letzte Mal, dass ich, denke ich, einen Teil gespielt hatte, war, als ich mich tatsächlich mal durch den ersten Teil auf dem NES gequält habe. Naja, so besonders ist es dann nur nicht, aber naja. Man hat's halt mal auf der Liste. So, irgendwo war der Ausgang. Okay, da oben. Oh. Hat zwar mal einen erwischt hier. Ja, gleich 100%ige Wahrscheinlichkeit wieder will. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Sind wir hier erstmal wieder raus. Okay, also wir haben jetzt diese Wasserparts gefunden und könnten dann nach Aquatica zurück und dort wahrscheinlich dann an diesen Floß oder was wir da mal gesehen haben ablegen. Okay, dann haben wir sozusagen noch ein paar neue Möglichkeiten. Auch schon wieder 100.000. Das heißt, könnte man sich vielleicht noch ein, zwei dieser Rüstungen holen. Also, sie haben uns jetzt nur gesagt, wo man eine dieser Waffen findet. Also, zwei haben wir schon, insgesamt brauchen wir ja aber fünf. Also fliegen wir mal wieder los.
Ja gut, allein dadurch, dass wir da dann wahrscheinlich übers Wasser können, werden wir wahrscheinlich auch noch andere Stellen finden. Das heißt, es müsste hier ja noch diese starken Rüstungen geben. So, Techniken können wir vielleicht auch mal wieder einstellen. Ja, noch mehr Gires. Schauen, ob Miaunei noch was hat. Ja, noch mehr Rest. Anti. Okay, du bist schon auf Maximum. So, Waffen sind egal. Was hat er denn Schönes im Angebot? Planar Armor, das ist schon mal die stärkste Rüstung. Royal West ist die beste Rüstung für sie. Eine Sache können wir uns noch leisten. Ja, Royal Protector wäre das Beste für Ren. Dann nehmen wir das doch erstmal mit. Dann haben wir erstmal die drei hier ausgestattet. Macht einen sogar einen Ticken schneller. Okay. Moment, hatten wir die etwa schon? Ah, wir hatten schon eine Royal West irgendwoher. Okay. Ah, das könnte die eine gewesen sein, die wir uns damals mal gekauft hatten, noch in der zweiten Generation. Das kann natürlich sein. Na gut, dann halt wieder verkaufen hier. Laconian Armor. Ja. Natürlich ein bisschen Geld hier umsonst ausgegeben, aber was soll's. Protektor brauchen wir nicht mehr. Gut. Das ist jetzt natürlich fast die Frage, holt man sich dann einfach noch das Geld, um die letzten zwei Rüstungen hier noch zu kaufen für die zwei hier? Das war noch dieser Fiber und auch noch diese Robe, oder? Ja. Wobei ist die Frage, wenn wir uns noch drei von diesen Waffen holen müssen, die wahrscheinlich jeweils in den eigenen Dungeon nochmal sind. Dann macht man damit wahrscheinlich sowieso genügend Geld, um sich das alles zu holen. Ist halt die Frage, wie schwer es wird. Ich hätte vorher noch mal schauen sollen. Wie kommen wir jetzt da am schnellsten hin? Wir könnten direkt nach Norden gehen. Und hier muss es auch noch einen Tempel geben. Das wäre Nordwesten wahrscheinlich. Ja, Nordosten. Hm. Könnte man auch machen.
Wo landen wir dann da? Na, nochmal auf den Monitor schauen. Achso, direkt nach Norden gibt's ja. Ne, das wäre noch Osten hier. Das wäre nicht nach. Ich meine, am Ende ist es fast egal. Aber Nordosten wäre natürlich schneller. Na, mal schauen. So, Höhle und Tempel daneben, okay. Und ganz schön auf den drauf. So, also hier einmal durch. Da müssten wir direkt in der Wüste rauskommen. Und ich hoffe mal nicht, dass wir wahrscheinlich nicht unbedingt von Südosten aus nach Aquaria, wie hieß es, hin müssen. Weiß ich gar nicht, war oben auch noch ein Flughafen? Na, wir fliegen einfach mal los. Geht ja relativ schnell. Schon mal der Tempel, wo wir hin müssen. Sieht nicht so aus.
Also dann hat sie bestimmt auch eine dieser Klauen hier oder sowas. Vielleicht kriegen wir mit diesem schwarzen Schwert dann das nicht. Das wäre natürlich gleich der nächste Hinweis. Aber das will sie uns ja jetzt nicht einfach so geben. Okay, dann lassen wir uns hier einfach nochmal voll heilen. Okay, dann also zu Fuß. So, irgendwo muss dann der Tempel hier sein. Okay, und jetzt müssen wir eigentlich am richtigen Abschnitt sein. Genau. Ach, zum einen können wir gleich mal losfliegen. Das ging ja auf der anderen Seite nicht. Na, mal schauen. Ach, ja. Hier, genau, hier ist ja jetzt immer so ein Floß gewesen. Und das sieht doch so aus, als ob man hier hin müsste. Zu der Stadt kommt man vielleicht nicht mehr hin. Also ich weiß nicht, ob man immer noch hier durch kann. Aber wenn wir diesen speziellen Rubin oder irgendwas haben, vielleicht schon. Waren die das dann hier, die diese auch starken Rüstungen oder sowas hatten? Also stark in der ersten Generation kam uns das natürlich stark vor. Wir suchten ja zum Beispiel jetzt noch Helme oder sowas. Und vielleicht kann ja jemand doch noch die Royal Boots kaufen, allerdings ist es hier wohl ein wenig ausgestorben, wie es scheint. Ja, interessant, gar keiner da. Ja, da ist schon mal jemand. Okay, hier scheint es was zu geben. Aber nur Plunder. Na gut, dann soll uns das jetzt nicht weiter stören. Einfach hier nochmal speichern.
So, dann machen wir halt mal einen Abstecher auf diese Insel da. Und schauen mal, wie sich das dort angeht. Das ist theoretisch. Okay, ja. Doch noch eine neue Möglichkeit. Also ein, zwei solcher Stege gab es ja auch irgendwo noch überall, aber... Interessante Bebauung für also einen Höhleneingang, aber okay. Okay, gehen wir doch mal hier rüber. Ja, auf jeden Fall viel Erfahrung und Geld. Und hier finden wir schon mal irgendwas. Ja, jetzt die Frage, vielleicht finden wir also sogar mehrere dieser Waffen. Wobei, wenn wir drei suchen, wir würden hier dieses Schwert finden. Vielleicht hilft das ja für diesen Cyborg in der Wüste und gleichzeitig noch Royal Emil. Ja, brauchen wir nicht. Vulkan ist wahrscheinlich. Ja, er hat 150 Damage, aber er behält natürlich seine Sache, mit dem er einfach alle Gegner gleichzeitig angreifen kann. Ich denke, das ist einfach wesentlich stärker. Ja, aber trotzdem, dass wir das auch mal gefunden haben. Da muss er dann wahrscheinlich sowieso seinen Siren Shot oder sowas später nehmen. Noch ein paar Level-Ups, warum denn nicht? Hey, ein weiterer Cyborg. Ren 2. Siren, okay. Ich kämpfte gegen Laia viele Jahrhunderte bevor. Okay, ich habe meinen Hass am Leben erhalten und die Laiana angegriffen. Aber auf Sage Island, also das ist das, wo wir sind, habe ich herausgefunden, dass die Laiana nicht unsere wahren Feinde sind. Es tut mir leid für meinen Fehler. Okay, und er hat sich natürlich gleich hier selbst zerstört. Und wir haben diesen Siren Shot. Und Bren hat keinen Platz mehr. Wie schon gesagt, diesen Vulkan brauchen wir sowieso nicht. Und das aber nur Single-Target ist, ist es auch nicht so interessant. Ja, 180 Schaden, es war an sich nicht schlecht, aber wenn man im Gegensatz dazu einfach alle Gegner mal angreifen kann. Was allerdings heißt, wir sollten hier ja das Schwert finden, also da finden wir doch mehrere Sachen hier. Royal Sword. Ja, ist natürlich uninteressant, wenn wir hier auch Orakios Schwert finden. Ja, zwei Messer sind halt immer noch sehr gut. Wenn wir irgendwo noch das Royal Knife herbekommen. Okay, scheint aber relativ simpel zu sein, wie das hier aufgebaut ist. Das ist halt die Sache mit den zwei Messern, hat halt gleich zwei Gegner besiegt. Da nützt es ja nichts, wenn es den dreifachen Schaden macht, aber halt nur einen trifft.
Nein, wir haben. Ja, wir haben Laconian Knives, genau. Die Royal Knives wären noch besser. Ja. Ich weiß nicht, wo es die gibt. Also sie haben einen Preis, also kann man sie wahrscheinlich auch kaufen. So, da sind wir hergekommen. Da gibt es ja wahrscheinlich noch mal zwei solche Wege nach unten. Auf jeden Fall mal ganz schön reingehauen mit ihrem ganzen Gra. Aber was soll's? Oder hätten wir doch bloß den anderen Weg gehen müssen? Na, mal sehen. Zwei Meseta. Mhm. Die sind nicht besonders reich. Ja, die sind mal leicht und geben viel Geld. Sechsundvierzigtausend, das heißt, wir könnten uns schon wieder was leisten. Ah ne, hier gibt's doch noch was. Royal Shield, okay. Also Schilde sind für uns auch uninteressant. So, du kannst ja auch Chiris casten. Okay, ja, hier gibt es wohl noch ein paar Leutchen. Die Leute nennen diesen Ort Sage Isle. Na klar. Das verlorene Wort kann nicht,
enthüllt werden, bevor alle 5 legendären Waffen zusammengesammelt worden sind. Okay, das haben wir schon herausgefunden. Du musst uns alle legendären Waffen zeigen, bevor ihr die uralten Worte der Macht lernen könnt. Ja, die waren eins zusammen, jetzt sind sie überall verteilt. Okay. Ich dachte, die hatten die nicht gesagt, dass es ein Schwert hier gibt. Obwohl nicht unbedingt. Wir haben diesen Siren Shot gefunden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt durch die neuen Informationen vielleicht diesen einen auf diesem fliegenden Schloss dazu bekommen, mit uns zu reden. Und wer könnte noch was haben? Also 3 von 5 Waffen haben wir. Also das wäre noch für mich das Logischste, weil der ja anschließend... Ich weiß nicht, wenn er uns sein Schwert geben würde, wenn das denn so wäre, das würde Sinn machen, weil mit diesem, das wird wahrscheinlich dieses schwarze Schwert sein und dann könnten wir auch einfach diesen Wüsten-Cyborg nochmal ansprechen. Aber genau weiß ich es halt nicht. So, also noch eins weiter und dann da wieder runter. Hm. Ich muss die Frage, ob wir irgendwas Spezielles halt noch sonst finden müssen, um diesen Kerl dazu zu bringen, uns das zu zeigen. Hm. Falls er überhaupt das Schwert hat. Kommt man zu dem ja auch erst anschließend hin, das weiß man jetzt nicht. Okay, sind wir da erstmal wieder draußen. Gibt es noch irgendwas hier in dieser Gegend? Na, scheinbar nicht. So, das war die Insel, wo wir jetzt waren. Kommen wir nochmal zu dieser anderen Stadt eigentlich hin? Nochmal irgendeine Insel.
eine Möglichkeit, dort abzusteigen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich meine, wir haben den König ja in der ersten Generation besiegt. Und die sprachen doch auch von dieser Höhle dort, oder? Ja. Hier ist es friedlich. Vor langer Zeit habe ich einen einäugigen Ritter namens Lyle getroffen. Er muss ziemlich lang her sein. Das ist zwar vor 2 Generationen. Hier gibt es auch noch ein Schloss, aber er wird uns wahrscheinlich hier nichts erzählen, oder? Ja, Cyborgs können über das Meer, das haben wir mittlerweile auch herausgefunden. Ja, besucht Sage Isle, da waren wir schon. Ich meine, allein, wie schon gesagt, da wir jetzt diese Teile haben, in denen wir schwimmen können, kommen wir wahrscheinlich sowieso noch irgendwo Neues hin. Ja, die meisten Höhlen sind ja im Normalfall versiegelt. Also gut, sind natürlich auch die, die eigentlich eher diese Untergrundpassagen sind. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf die Karte schauen, mussten wir da draußen sein, ja. Ist ja auch jede Menge Zeug zu verkaufen. Das wäre eine Insel gewesen. Es gibt noch eine Insel auf dem Dom ganz im Osten. Das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Und natürlich im Südosten muss es auch noch irgendwas geben. Also wir haben ja diesen einen Typen da auf diesem fliegenden Schloss da gesehen, der aber erstmal nichts getan hat. Da müsste es irgendwas geben. Bloß darüber kommen wir von hier aus noch nicht hin, oder? Dass wir gleich darüber gehen. Hier wäre der Durchgang. Ach ne, hier führt das Schiff allerdings hin. Dann kann man quasi hier landen und dann darüber zurückgehen. Okay, dann ist er so gedacht. Okay. Gut. Dann wäre die Frage, ob wir hier jetzt sozusagen auch aufs Wasser kommen. Also wenn die Dungeons mit den starken Waffen alle so einfach sind, dann haben wir da erstmal kein großes Problem. So, wir sind auf jeden Fall schon mal richtig.
Und da drüben ist auf jeden Fall schon mal ein Floß. Das heißt, wir könnten hier, insofern wir auf diese Insel da kommen, ja, im Prinzip hier mal losfliegen. Ja, da kommt man drunter. Na, okay, auf der Insel konnte man auch einfach nur hinfliegen. Ist also kein Fortschritt. Okay, sind wir hier drauf. In der Mitte waren wir, denke ich, auch überall gewesen. Ihr hattet ja nichts Besonderes. Das wäre jetzt halt wirklich die Frage. Also in diesen, wenn wir jetzt Richtung Süden nochmal gehen, da muss es irgendwas noch geben. Also wir waren auf diesem fliegenden Schloss. Der Kerl hat uns halt nichts erzählt. Das wäre jetzt halt die Frage, ob wir mit diesem Siren Shot, den wir da haben, dort noch irgendwas erreichen können. Die Klaue hätte ich ja mal fast vermutet, dass wir die von dieser Miaonei oder irgendwas bekommen. Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich dieses spezielle Schwert. Nicht das Royal Sword, sondern dieses Orakio-Ding. Das wäre aber halt nochmal die Frage. Das müsste man sich vielleicht nochmal ansehen. Okay, na gut. Aber ich denke mal, für die heutige Sache sollte mir das erstmal soweit reichen. Und ja, von daher würde ich mal sagen, soweit erstmal. Also da, bis dann.